Hallo und herzlich willkommen zurück in der Desaster zu einer neuen Folge Let's Randomize Metroid Prime 2 Echoes mit mir, dem Aranel. Wir sind ein gutes Stück gelaufen, denn wir haben in der letzten Episode ein paar Schlüssel gefunden. Praktisch den Schlüsselbund für Dark Torvus. Und damit können wir jetzt Chica besiegen, die hoffentlich einen Himmelstempelschlüssel für uns hat. Oder was auch noch okay wäre, eigentlich wäre das Übersetzermodul hier für Torvus, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das großartig was bringt, aber wäre bestimmt nicht verkehrt. Aber naja, jetzt werden wir erstmal Chica verkloppen und dann sehen wir mal weiter. Ich möchte nicht gestört werden, geht weg! Gekämpft wird jetzt sowieso schon genug. Chica, 3-Phasen-Bosskampf. Eine recht lange Nummer, aber ich glaube, eine der Phasen kann man mit School Attack schießen. Das könnte also jetzt sehr witzig werden, aber ich bin mal gespannt. So, ihr habt ja gesehen, ich bin von der Stave Station aus gestartet. Ach, hier sind ja auch noch ein paar Sachen, die wir checken können. Ich glaube, eins davon ist ein Missile Depot, aber das andere ist normalerweise Munitions-Upgrade. Ich werde das jetzt hier einfach mal benutzen, nur damit wir die volle Ladung an Light Beam und Dark Beam Munition haben. Dass wir die großartig brauchen werden. Wobei für die ersten Phasen ja, weil ich glaube, die dritte Phase ist ausgerechnet die man mit School Attack schießen kann. Wenn überhaupt, ich bin mir nicht sicher, ob man das einfach so machen kann. Aber ich werde es auf jeden Fall einfach mal ausprobieren. Ansonsten ist das halt schon ein Bossfight, der nicht ganz so einfach ist. Weil, wie gesagt, 3-Phasen-Bosskampf. Wieso zur Hölle benutze ich hier eine Powerbombe? Gute Munitionsverschwendung. Gut, dass wir die gerade aufgefüllt haben. Oh, Sunburst, okay. Naja, dann muss die ja auch noch irgendwo sein. Ich hoffe gerade wirklich, dass ein paar der Checks, die ich jetzt so als nutzlos gerendert habe, dass ich mich da nicht irgendwo voll vertan habe. Da war irgendwo ein Himmelstempelschlüssel. Das wäre natürlich ärgerlich. Jetzt machen wir erstmal das hier und dann muss ich mich nochmal umgucken. Muss ich echt nochmal umgucken. Wenn ich da nichts finde, dann vielleicht sogar Spoiler-Lock. Ich finde es immer wieder erstaunlich, so in der Metroid Prime-Serie. Tatsächlich, obwohl sie stumm ist, in der Metroid Prime-Serie ist Samus' Charakter so ziemlich am besten, finde ich. Weil, egal was passiert, die bleibt immer so cool. Das ist schon nice. So, jetzt dürfen wir das Ding erstmal befreien. Ich glaube, nee, jetzt kann man da noch nichts Großartiges scannen. Jetzt, da stellt sich mir dann die Frage, was passiert? Also das ist ja dann auch ein Softlock, wenn man hier hinkommt und gegen Chica kämpfen will, aber dann Seeker Missiles noch gar nicht hat. Das wäre natürlich doof, ne? Kann passieren. What's up? Und Sanders denkt sich nur so, warum hätte er sich für einen Delfin? So, das hier ist Chica Nummer 1, die Larvenform. Da kann man eigentlich nichts Großartiges machen als draufhalten und hoffen, dass man trifft. Ah, stimmt, die waren ja auch noch da. Die müssen wir ja auch noch irgendwo durch. Ich muss auch noch gucken, dass wir die gescannt bekommen. So. Der Chica Larve ist anfällig für Dark Beam, weil es eine Light Beam Kreatur ist. Also eine Lichtwelt Kreatur. Okay, hier haben wir die dunklen Schredder. Davon müssen wir jetzt ein paar scannen. So, jetzt können wir die hier auch aus dem Weg schießen. Bei dem Kampf ist es unglaublich nützlich, auf den Radar zu achten, weil man dann immer schön sehen kann, wo er gerade ist und wo er auftauchen wird. Wie hier zum Beispiel. Ich sollte mir angewöhnen, nicht sofort hochzuspringen, sonst schaffe ich es nicht rechts der Welle auszuweichen. Ich kann ihn auch immer im Schwimmen treffen, aber ich kriege es jetzt nicht so gut hin, leider.
Okay, das habe ich verpasst. Wow, ich treffe aber auch gar nichts momentan, Leute. Komm, zeig dich. Ah, das war ein Treffer. Nutzen wir mal ein paar Missiles, wie sollen wir die Dinger denn? Ja, wenn man so ein bisschen mitläuft, kann man dann normalerweise auch nicht drücken. Ah, hinter mir. Hallo, mein Freund. Oh, das war nicht gut. So, jetzt schön in den Bauch, da kriegt er am meisten Schaden. Hier schön mitlaufen. Jawoll! Nice. Ich glaube, da kann man dann auch treffen, wenn er so ganz kurz hochgeht. Das habe ich schon gesehen, wie er gemacht. Erstmal da drum. Nicht getroffen. Hier in der Phase kann man sowieso nicht so viel Schaden machen. Das möchte ich lieber um die Dinger. Und versuche die Munition noch mal ein bisschen aufzufüllen. Wenn man jetzt hier Dark Burst hätte, wäre das natürlich geil. Aber das war schon ganz gut Schaden. Als ob es da nicht mehr Sinn gemacht hätte, einfach nochmal Charge Beam aufzuladen. Kann natürlich sein. Mann! Die Missiles sind gegen die schon ein bisschen unzuverlässig, ne? Zack. Jetzt einfach draufhalten und die Phase hätten wir geschafft. Aber jetzt geht es jetzt richtig los. Das war nur der Einstieg. Jetzt kommt diese Scheißmotte. So, Adult Form. Erstmal schön scannen. Wieso ist Adult Form? Warum ist das auf einmal Englisch? Also bestimmt ein Randomizer. So. Bitte lass dich treffen. Offensichtlich was falsch. Musste ich jetzt schon ausruhen? Ich dachte, es geht schon später. Okay. Ich gehe im Wasser fest. So, jetzt hier. Es war jetzt lucky, dass wir nicht außen rum mussten. Normalerweise müssen wir nämlich das dann machen, deswegen war ich so ein bisschen verwundert, dass wir nicht da direkt Schaden machen konnten, aber anscheinend hilft das auch so, dabei sie zu treffen. Soll ich das machen, die Zeit haben? Ja, kein Problem. Attack macht das ein bisschen einfacher, weil wir dann nicht warten müssen, bis Gaffield mehr geladen ist. Oh, ein Punkt hat gefehlt. Bestimmt, weil das blöde Ding wieder gemisst hat.
So, und jetzt kommt die zweite Form. Oh, der hätten wir es fast schon scannen können. So, Dark Form. Und da kann man jetzt hier draufhalten und Damage machen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, wenn ich nicht treffe, dann bestimmt nicht. Ach ja, ich kann ja einfach Wasser stehen. Das soll man natürlich auch normalerweise nicht können. Nee, das wollte ich bestimmt nicht analysieren. Ach, stimmt, die Larven. Und diese Schicklinge. Yep, yep. Das hat Damage gemacht. Das ist nicht einfach zu treffen. Wo ist sie? Da. Also es ist nicht so einfach, die zu treffen. Erst recht nicht, wenn diese blöden Viecher hier im Weg sind. Ah, das war ein Treffer. Das macht aber schon gut Damage, wie man es halt gewohnt ist, ne? Was ist hier da? Das ist halt echt schwer, die zu treffen. Bleib hier, verdammt nochmal! Kann ich nicht auch noch irgendwie stunnen oder so? Ah, das war ein Treffer. Na, jetzt muss ich mal hier ein bisschen Dark Beam Munition fahren. Es ist echt mega nützlich, dass man hier einfach die ganze Zeit im Wasser stehen kann. Wer trifft jetzt wieder nicht? Natürlich treffen die nicht. Ein Scheiß treffen die. Ich hasse Seeker Missiles. Vielleicht kann man die auch mit der Form treffen. Aber so kann man ja eigentlich keinen Schaden machen, außer hinten in den Punkten. Hä? Nein, das funktioniert nicht. Ich wollte auch eigentlich nur an ihr vorbei. Ich weiß auch nicht, wie viel Zeit habe. Ah doch, es ist überraschend lange. Schade. Warum? Ey, sie kann aber auch nicht stillhalten, ne? Das war ein Treffer. Aber es macht nicht ganz so viel Damage, wie ich mir das vorgestellt habe. Also mit Light Beam mache ich da deutlich mehr Damage. Ich weiß nicht, das hat jetzt nicht so mega viel gemacht, wie ich eigentlich dachte. Na, vielleicht liegt das auch, dass es hier natürlich jetzt die PAL-Version ist. Obwohl, bei Metroid Prime 2, anders als im ersten, gibt es eigentlich nicht so viele Versionsunterschiede. Eigentlich nur ganz wenige. Wow, und das Ganze nur für Missiles. Das ist natürlich doof. Ich weiß nicht, ob oben, ob es hier jetzt in dem, hier in dem Tempel noch ein Item gibt, aber wir werden auf jeden Fall da hingehen und das einfach machen. Warum nicht? Naja, wenigstens haben wir jetzt nochmal einen Bossfight gesehen. Kann man jetzt die Leiche eigentlich auch scannen? Ja, aber es geht nicht als Boss scannen. Okay. So, normalerweise kriegt man hier Darkwise, deswegen jetzt hier diese unsichtbaren Plattformen.
Aber nur Miss jetzt. Ist ja schon ein Schlag ins Gesicht, ne? Ich meine, da wir jetzt schon so gut ausgestattet sind, war der Kampf jetzt nicht so schwierig. Aber trotzdem. Ist natürlich auch Zeit, die man da reinsteckt und so, für nichts und wieder nichts. Aber wenigstens sehen wir jetzt einmal diese wundervolle Sequenz. So, gib mir all deine Energie. Und schwupp. Yep, ist mir bewusst. Nicht, dass es mir groß was bringen würde. Aber ich glaube, ich mache es trotzdem einfach mal, weil dann haben wir auch den einen Shortcut, dass wir dann von hier zum Tempel hinbauen können. Und wer weiß, vielleicht das auch ein Transporter, das ist auch randomized. Wäre lustig, aber ich glaube nicht, dass sie das gemacht haben. Also es würde mich doch schon sehr wundern. Hui, aua. So, Munition sieht überraschend gut aus, so wie das wir gerade im Bosskampf gemacht haben. Darkbeam-Munition ist ein bisschen mau, aber 150 ist jetzt nicht gerade wenig. Da muss man über weite Strecken nicht viel weniger auskommen. Und Darkbeam-Munition brauche ich auch nicht so dermaßen viel. Oh, hi. Ja, was helfen können wir das Ganze mal. Wenn wir schon mal hier sind. Oh Gott, das hier jetzt wieder am Abruckeln. Ist nicht geil. Jetzt wird's aber echt schwierig. Was kann man noch machen? Wo waren wir noch nicht? Ja, das hat jetzt natürlich gar nichts gebracht. Ich gehe jetzt einfach erstmal zurück in die Light World und bringe die Energie rüber. Vielleicht fällt mir da unterwegs was ein. Hallo? Ja, okay. Dann halt Screw Attack. Screw you, I'm using Screw Attack. Ich dachte, wir sind Freunde. Hui, wie schön ist das dreht. Aua. Ey. Natürlich, das Ding ist auch noch explodiert, ey. Was für ein Scheißteil. So. Fertig hier. Nein, das war ja klar. Ah. Ja. Hallo, was geht ab? Hey! Hey! Lass das! Ich glaube, ich kann auch einfach hier unten rumgehen, oder? Oder? Schon ein Stück weiter. Schon gelatsche. Na komm, Jungs, gibt auf. Oh, ich muss natürlich versuchen. Mann, Arne, lass den Spieler rein. Lass den Scheiß. Wir sind sowieso schon die ganze Zeit nur dumm rumrennen. Da muss es jetzt nicht auch noch hier rausfordern. So. Einfach gechillt drüber gehen. Wo ist das Scheißproblem? Da ist eine Brücke. Da kannst du drüber gehen, ohne dass was passiert. Jetzt mach die verdammte Tür auf.
Wenn ich da jetzt auch noch runtergeflogen wäre, ne? So. Nein! Oh Gott, ey! Was mach ich denn? Zum Kotzen hier alles. Die Folge wollen mich jetzt alle verarschen. Einschließlich ich selbst. Ich verarsche mich selbst. Hui! Ah, die Tempel brauchen immer was länger. Was war das? Schika? Keine Ahnung. Hat sich auf jeden Fall nicht gesund angehört. So, ich habe euch was mitgebracht. Eine Autobatterie. Ich hoffe, die reicht. Ich finde es interessant, wie ich das erst so aktivieren muss, praktisch. Jetzt müsste die das Transfermodul erst irgendwie öffnen oder so, damit die Energie daraus fließt und sie das übertragen kann. So. Tada. Licht an. Was ein hübscher Leuchtturm. Umas so, wow, sie macht ja doch irgendwas. Sie hat Energie wiederhergestellt. Damit habe ich schon gar nicht mehr gerechnet. Immer diese Mini-Verbeugung, die eigentlich schon gar keine Verbeugung mehr ist. So, aber leider gibt es dafür kein Item. Erst recht keinen Schlüssel. Und ich glaube, den Shortcut, also diese Verbindung, da können wir, glaube ich, trotzdem nicht los, weil ich glaube, die aktiviert sich erst, wenn man alle drei Tempel wiederhergestellt hat. Nice try, RML. Nice try. So, ein bisschen Dark-Munition mitnehmen. Die sind echt Shriekers, aber aus irgendeinem Grund. Oh doch, tatsächlich. Gerade eben waren sie auf einmal weg. So, öffnet sie diese Tür. Kann man nicht einfach hier rüberspringen? Kann man, geil! Aber hier ist sowieso nur Kartenterminal. Und jetzt stecke ich hier fest. Mein Gott, ich bin so dumm. Oh Moment, wir können hier stehen. Hä? Ah, toll. Wir können, können hier drauf nicht stehen, da oben drüber. Oder komme ich da einfach noch nicht drauf? Kann man hier stehen? Nee. Oder wir können slope jumpen. Knapp.
Es ist schon knapp. Wenn man hier Slopen jumpen könnte, ne? Aber vielleicht kann ich. Nee. Ja, das war mal wieder sehr elegant von mir. Kann ich nicht wirklich einfach hier drauf stehen? Sieht nicht so aus. Ich kann auch nicht zu nah ran. Oh, das ist aber schon echt knapp. Na komm schon, ich habe keine Lust jetzt zu resetten. Was eigentlich gar nicht so schlimm wäre, weil ich habe sowieso da gesaved. Okay, das war knapp. Ach komm schon, das muss doch gehen. Das ist so knapp. Okay. Ich glaube, es gibt keinen. Wir sind sowieso am Ende der Episode. Aber okay, wir wissen jetzt, dass man drüber jumpen kann. Okay. Für die Wissenschaft haben wir das jetzt mal gemacht. In der Zukunft wissen wir das, falls wir irgendwann mal hier nochmal. Egal. Wir haben es mal gesehen. Man kann es machen, wenn man einfach nur hoch genug kommt. Ist cool, aber bringt in den meisten Fällen nicht wirklich was. Wir werden jetzt sowieso resetten müssen, aber zum Glück haben wir extra gespeichert, dass wir uns nochmal gegen Chica kämpfen können. Wobei, hätten wir uns auch sparen können, weil es sowieso nur Mist jetzt. Ja, das war mal wieder eine Episode für rein gar nichts. Für, ja, 5 mehr von etwas, wovon wir sowieso schon zuhauf haben. Könnten auch Mario-Münzen sein, also irgendwas, spielt wirklich gar keine Rolle. Und ja, ich werde jetzt nochmal auf die Karte gucken müssen, wo wir noch was machen können, was wir noch nicht überprüft haben. Und ich glaube, ich muss doch mal das Spoiler-Log zücken, weil mir fällt jetzt wirklich nichts mehr ein, was wir nicht schon überprüft haben. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Episode werde ich euch dann schon noch sagen, was ansteht und ob ich das Spoiler-Log benutzt habe oder eben nicht. Und ich hoffe einfach, dass ich jetzt in die Karte gucke und noch irgendwas finde, was wir tun können und ich nicht das Spoiler-Log zu Rate ziehen muss. Aber gut. Schauen wir dann mal. Bis zur nächsten Episode. Haut rein.